Soweit die Pressekonferenz zur Kindergrundsicherung. Wir wollen das aufarbeiten mit meinem Kollegen Christoph Mestmacher im Hauptstadtstudio. Christoph, weil es so komplex ist und es ja auch neue Begriffe gibt, erstmal die Frage, was sind die wichtigsten Eckpunkte dieses Entwurfs? Also der grundlegende Zwutsch, den wir jetzt sehen, ist, dass der Staat seine Position verändert. Das hat Lisa Paus gerade noch mal gesagt. Und das geht ja manchmal so ein bisschen unter. Der Staat will nicht mehr die armutsgefährdeten oder in Armut lebenden Familien in einer Hohlschuld halten. Also kümmert euch gefälligst, wo ihr überall Ansprüche habt, sondern er ändert seine Rolle und geht in die Bringschuld und sagt, hier sind eure Ansprüche. Das soll relativ einfach gehen. Dafür sollen zwei Portale geschaffen werden, wurde ja gerade eben von den Ministern auf der Bundespressekonferenz nochmal gesagt. Die gibt es noch nicht. Spannende Frage, wann werden die fertig? Haben wir ja bei den Corona-Hilfen für die Studenten schon erlebt, dass das unter Umständen sehr mühsam sein kann. Und dann gibt es unterschiedliche Modelle, wo sich nach meiner schnellen Einschätzung, die noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, sozusagen eine Synergie aus den unterschiedlichen Positionen. Denn alle drei haben ja eigentlich einen zufriedenen Eindruck gemacht. Und das, was ich auffällig fand an Änderungen beispielsweise, ist, dass für Alleinerziehende, wenn sie arbeiten, ab dem 6. Jahr des Kindes, wenn es eingeschult wird, den Unterhalt nicht mehr wie bisher als 100% Einkommen angerechnet kriegen, sondern je nachdem, wie viel sie arbeiten, das abgeschmolzen wird und nur noch bis zum tiefsten Punkt 45% angerechnet wird. Das ist natürlich eine Erhöhung des finanziellen Spielraums. Das Zweite, was Christian Lindner gesagt hat, ist, dass man natürlich versuchen will, Anreize zu schaffen, um Menschen, die armutsgefährdet sind, in Arbeit zu bringen. Und auch deshalb sollen beispielsweise die Abzüge bei Transferleistungen, wenn ich dazu verdiene, geringer sein sollen, um die Motivation zu schaffen, selber in dem Arbeitsmarkt den Weg aus der Armut zu finden. Nach viel Gerangel fand ich, die drei Minister, die da saßen, wirkten einigermaßen zufrieden. Lisa Paus als Bundesfamilienministerin, die ja einmal auf die Vollbremse getreten ist, hatte ja den Schlusssatz, jetzt ist bei einer der wichtigsten Sozialreformen die Ampel auf grün gestellt. Das war noch einmal ein kleiner humorvoller Gruß an Christian Lindner. So habe ich es jedenfalls wahrgenommen. Christoph, auch das soziokulturelle Existenzminimum wurde angepasst. Ich will da noch mal nachfragen, was ist das und in welche Richtung wurde das geändert? Das muss noch angepasst werden. Da wartet man auf die Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Das soziokulturelle Existenzminimum meint mehr als die reine Armutsbekämpfung, dass man sozusagen das Lebensnotwendige für den Bedarf an Nahrungsmitteln und Ähnlichem kann, sondern dass man an gesellschaftlichem Leben teilhaben kann. Das schließt Theaterbesuche, Zoobesuche, aber auch den Turnkurs in einem Aktivzirkus, den es ja vielfach in Metropolen gibt, ein. Kurzum, dass die Kinder nicht mehr von der Armut so sehr geprägt sind, dass sie nicht das machen können, was andere Kinder, die nicht armutsgefährdet sind, sich so leisten können. Gesellschaftliche Teilhabe, Teilhabe am normalen Leben, ohne stigmatisiert zu werden. Die Zahlen müssen noch berechnet werden. Die fließen dann auch in die Zuschläge und in die Höhe der Zahlungen ein. Und vom Grundsatz her wird es kein Kindergeld mehr geben. Das heißt ab sofort Kindergarantiebetrag. Und dann bleibt es aber dabei, dass es bestimmte Zuschläge gibt für besonders arme Familien. Die sind dann einkommensabhängig, womit man einen höheren Betrag erhalten kann, um Wege aus der Armut zu finden, als sie im Kindergeld eingepreist sind. Das Ganze ist ja nur ein Entwurf bzw. Eckpunkte. Wie geht es jetzt weiter? Na, wir haben schon, wenn ich das richtig verstanden habe, einen sogenannten Referentenentwurf. Jetzt wird das Ganze in den Bundestag eingebracht. Es muss gelesen werden. Es wird noch Expertenanhörungen geben, diese sogenannten Sachverständigenanhörungen. Die gehören dazu. Da werden sich auch die Sozialverbände äußern, werden noch mal einen kritischen Blick auf das Gesetz werden und der SPD werfen. Und der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat ja gesagt, na klar, wir gucken auch noch mal drauf, ob wir mit den Zahlen, die jetzt vereinbart sind, so zufrieden sind. Da wird noch mal möglich
möglicherweise nachgebessert werden. Das ist jetzt der weitere Diskussionsprozess, wird vielleicht auch noch mal ruppelig werden. Aber der große Knoten, der ist aufgelöst, den es gab. Und wenn ich mir Lisa Paus richtig angeguckt habe, eben auf der Bundespressekonferenz, die wirkte ja für ihre sonstigen Verhältnisse in den letzten Tagen einigermaßen gelöst. Insofern, ich habe Zufriedenheit bei allen drei beteiligten Ministerien ausgemacht. Aber das ist nicht mehr als eine schnelle Analyse. Ich will aber trotzdem noch mal nachfragen. Du hast ja schon erwähnt. Also Lisa Paus, sie sagte, die Ampel, die sei jetzt auf grün gestellt. Ist das Bild nicht doch ein bisschen zu optimistisch? Ach Gott, es ist eine Politikerin, die ist bei den Grünen zu Hause. Die hat in der letzten Zeit ja auch auffällig oft grün getragen in ihrer Kleidungswahl. Und insofern, so viel Humor sollte man haben. Ich habe das eher als humorvoll wahrgenommen und als so kleinen Seitenhieb auf Christian Lindner. Aber das würde ich jetzt nicht zu hoch ziehen. Ich fand es eher amüsant. Christoph Messmacher, danke nach Berlin. Gerne. Spielregeln sind. Und dazu kommen wir jetzt nochmal zu den Spielregeln. Das Spiel und seine Regeln. Magengrummeln und geballte Fäuste. Mit Rede und Stimme in der Fraktion bin ich gegen die Art der Politik. Aber nach außen hin bin ich folgsam. Intern versuche ich mich dagegen zu vernetzen, neue Strukturen aufzubauen und so weiter. Ich führe ein intensives Gespräch mit einer älteren Kollegin, die ich schon einige Male als Neuling um Rat gefragt habe. Sie versteht meinen innerlichen Unmut bezüglich der Vorgehensweise, schränkt sie allerdings ein, dass Schröder es ja schon doch sehr schlau angestellt habe. Natürlich dürfe man das eigentlich nicht so machen. Ich stolpere gleich über das eigentlich. Aber so sei Politik. Und dann wird sie ganz ernst und sagt eindringlich, Marco, ich weiß, wie du dich jetzt fühlst, aber einen ganz wichtigen Rat und meine Erkenntnis nach mehreren Legislaturperioden gebe ich dir jetzt mit. So läuft das Spiel hier. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du akzeptierst die Spielregeln, dann hast du vielleicht irgendwann mal die Chance, weiter mitzuspielen und kannst vielleicht die ein oder andere Position durchbringen. Oder du akzeptierst sie nicht, dann musst du das Spielfeld wieder verlassen. Das hat mir natürlich zugesetzt und ich habe so gedacht, das kann ja nicht sein, dass das die Spielregeln sind. Und dann gibt es ein zweites Zitat, auch von der Kollegin, damals von den Grünen. Da ging es um Energiepolitik, wo ich relativ schnell eingestiegen bin. Und die hat gesagt, nach einem Spiel, was dann irgendwann ausgegangen ist, wenn du sozusagen gewinnen willst in einer Position, sagen wir mal in der Energiepolitik, dann schaffst du das nicht mit Argumenten, dann schaffst du es nur, indem du auch eine Lobby aufstellst, indem du eine Lobby gegen die andere ausspielst. Das war dann die zweite Spielregel, die ich mitbekommen habe. Und da dachte ich mir so, Demokratie habe ich mir anders vorgestellt. Und in meinem damals noch jugendlichen Leichtsinn dachte ich, naja, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die Spielregeln zu ändern. Das ist schwieriger, es ist langwieriger, aber letztendlich ist es die einzige Möglichkeit, dass man ein anderes Spiel entsteht. Und jetzt kommen wir wieder zum Monopoly, das kennen vielleicht doch die meisten. Monopoly ist ein richtig gerechtes Spiel gegen das, was eigentlich in der Politik passiert. Wenn wir Monopoly mal nehmen, dann ist es so, als wenn wir Monopoly-Spiel vor uns haben und dann ist aber die Schlossallee schon verteilt, die Parkstraße ist schon verteilt, es stehen auch schon Häuser drauf, vielleicht schon ein Hotel drauf. Und wenn du Glück hast und mitspielst, kannst du vielleicht noch die Badstraße kaufen. Das ist sozusagen, was beim Spiel übrig bleibt. Und so ist die Politik gestrickt. Und wie kann man es besser, verzeiht mir, ich stehe gerne auf, um die überschüssige Energie so ein bisschen loszuwerden. Macht es das immer lieber. Das Gute ist, dass wir ja hier nicht eine Minute haben wie im Europaparlament. Dann wird es ein bisschen schwierig werden. Ich hatte immer so 2-3 Minuten. Aber da kann man natürlich auch nicht so viel sagen. Gehört auch zu den Spielregeln. Also ich denke, am besten macht man das an einem aktuellen Beispiel deutlich. Das ist die Gasumlage. Jeder schon mal mitbekommen, was das ist. Aber vielleicht zu der kleinen Historie dieser Gasumlage. Weil eigentlich spricht man bei der Gasumlage zwar schon, das ist ungerecht und jetzt müssen die Verbraucherinnen und Verbraucher, also wir alle, müssen dafür zahlen. Und ja, wird vielleicht ein kalter Winter und wer weiß, ob wir das irgendwie alles bezahlen können. Und irgendwie ist ja auch noch Russland schuld. Das ist immer so das, was jetzt so rumwabert. Aber was ist denn eigentlich wirklich passiert und wie ist die Umlage zustande gekommen? Klar war, dass natürlich einige Unternehmen, die mit Gas handeln,
in Schwierigkeiten kommen, weil natürlich der Gaspreis gestiegen ist. Ja, sicherlich hat da der Krieg nicht nur seinen Anteil, sondern hat das mit ausgelöst. Jetzt gibt es natürlich eine Preisbindung im Gasmarkt, so dass man für bestimmte Preise diesen Gas verkaufen muss und das nicht draufschlagen kann. Und deswegen sind natürlich die Unternehmen, die nur mit diesem Gas handeln, erstmal in Schwierigkeiten gekommen. Oder gab es Unternehmen, die in Schwierigkeiten gekommen sind? Gleichzeitig, das sage ich gleich vorweg, das wird gerne unterschlagen, gibt es aber eine Menge Energieunternehmen, die ihre Profite ihres Lebens gemacht haben, mit denen sie überhaupt nicht gerechnet haben. Und jetzt wird es wirklich energiepolitisch. Und da sind dann ganz viele raus. Übrigens nicht nur die Menschen raus, sondern eigentlich auch fast alle Politiker raus. Wir haben gerade über einen gesprochen. Ich habe nämlich im Büro ein Bild von Jens Spahn gesehen. Kennen wahrscheinlich einige noch als Ex-Gesundheitsminister. Der ist heute der Experte der Union für Energiepolitik. Ich kenne ihn nun ziemlich gut. Ich bin mit denen in den Bundestag gekommen. Von Energiepolitik hat er null Ahnung. Null. Ist aber bei den anderen Parteien und Fraktionen auch so, die sich dann Energiepolitiker schimpfen. Aber kommen wir jetzt noch mal zu der Gasumlage. Also es gibt Unternehmen, die haben sehr viel Gewinn gemacht. Ja, warum eigentlich? In Krisenzeiten ist das doch komisch. Die haben deswegen viel Geld gemacht, weil es zwar einen Markt gibt, aber dieser Markt ist reguliert. Das wissen aber viele gar nicht. Wir haben zwar eine Liberalisierung, aber erstens hat die Liberalisierung nicht dazu geführt, dass insgesamt die Energiepreise günstiger werden, wie alle vorausgesagt haben, sondern am Ende sogar gestiegen sind und immer weiter gestiegen sind. Zweitens haben wir einen sehr lustigen Fall, dass wir einen Markt haben von den einspeisenden Kraftwerken, der bestimmt wird vom höchsten Preis. Das heißt, das Kraftwerk, das die teuerste Energie erzeugt oder die teuersten Kosten hat, der Preis wird angesetzt und den verdienen auch alle anderen. Das heißt, wenn ein Kraftwerk weniger Kosten hat, dann hat es sozusagen zu dem teureren, was eingespeist wird, einen Vorsprung. Und dieses Geld sozusagen stecken sie sich in die eigene Tasche. Das ist jetzt sehr extrem geworden, weil die Gaskraftwerke sehr teure Energie eingespeist haben. Und damit natürlich diese Spannbreite gestiegen ist. Die ist aber auch deswegen, und das sagt dann wirklich gar keiner mehr, die ist auch deshalb gestiegen, diese Spannbreite, weil wir insgesamt mehr Energie oder weniger Energie zur Verfügung hatten und damit natürlich mehr Kraftwerke sowieso einspeisen mussten, zum Beispiel, weil in Frankreich die Hälfte aller Atomkraftwerke vom Netz gegangen sind, wegen Pannen, wegen Kontrollen und so weiter. Das heißt, und dadurch, dass Frankreich fast allen Strom aus Atomkraft speist, ist bei denen fast die Hälfte des Stroms weg und das mussten sie dazu kaufen. Also kaufen sie es auch in Deutschland und in anderen Ländern, vor allen Dingen in Deutschland. Und damit ist sozusagen natürlich insgesamt diese Schieflage noch größer geworden. Das nennt man Merit-Order-Effekt. Könnt ihr auch gleich wieder vergessen, aber es ist sozusagen eine Eigenheit unserer Energiepolitik, über die dann keiner redet, sondern natürlich nur über die Preise. Also haben einige richtig abgesahnt. So, und jetzt kam diese Schieflage zustande. Und jetzt war klar, jetzt muss man irgendwas tun. Und dann kommt so ein Unternehmen wie Uniper und sagt, wir können das jetzt gar nicht mehr. Wir sind eigentlich jetzt fast pleite. Wir kriegen das nicht mehr gestemmt. Also passieren zwei Sachen. Einmal, Olaf Scholz geht in die Öffentlichkeit raus, ohne Diskussion. Weder in der Regierung, noch im Bundestag, noch in seiner Partei, sondern sagt, ja, wir retten Uniper 15 Milliarden. Zack. Übrigens 15 Milliarden, um das nochmal zu sagen. Es werden jetzt für dieses neue 9-Euro-Ticket, und da feiert sich die Ampel so richtig stark für, 1,5 Milliarden zur Verfügung gestellt. Das ist ein Zehntel von den 15 Milliarden, mit denen man mal eben ein Unternehmen retten will. Also wir geben 15 Milliarden, aber wir machen noch was. Wir machen eine Gasumlage. Und erst wusste keiner, was meint er denn mit Gasumlage und so weiter. Und dann sagt er so im Nebensatz, ja, dann können die sozusagen die zusätzlichen Kosten, die sie haben, an die Verbraucher weitergehen, was ja normalerweise nicht so funktioniert. Naja, hörte sich jetzt erstmal ganz nett an, weil er nicht dazu gesagt hat, dass nicht nur Uniper davon profitiert, sondern ganz viele andere Unternehmen, die eigentlich hohe Profite gemacht haben, aber auch sozusagen Gas einspeisen. Und währenddessen hat im Wirtschaftsministerium
ist das Wirtschaftsministerium oder eigentlich auch Wirtschaft und Klima, man vergisst das so leicht wieder, dass Klima da noch irgendeine Rolle spielt in diesem Ministerium, ist auch aktiv geworden. Und es ist so aktiv geworden, dass einzelne Konzerne dort nicht nur vorgesprochen haben, sondern ein Gesetz geschrieben haben. Und dieses Gesetz von dem Wirtschaftsministerium dann wirklich dann auch eingespeist worden ist in die Regierung. Dieses Gesetz haben keine Experten geschrieben, haben keine wissenschaftlichen Diskussionen darum gegeben und so weiter, sondern es haben wirklich Konzernzentralen, die vor allem im Gasgeschäft sind, geschrieben. Ein Zitat am Rande, weil ich finde es mir so spannend. Kerstin André ist Geschäftsführerin von Energie und Wasser in einem Lobbyverband. Die hat zum Beispiel mit mehreren anderen Lobbyisten schon dazu aufgerufen im Sommer, dass es diese Gasumlage geben muss. Jetzt muss man wissen, überall in den Artikeln steht die Lobbyistin oder eigentlich steht nur die Geschäftsführerin, das hört sich natürlich noch seriöser an. Jetzt muss man wissen, Kerstin André war lange im Bundestag mit mir zusammen und war stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Jetzt rattert es vielleicht, interessant, dass eine Grüne auf einmal für so eine Gasumlage ist, die jetzt nicht irgendwie besonders ökologisch ist und erst recht nicht sozial. Schadet aber nichts, ist ja auch ein grünes Ministerium. Also dieses Ministerium bringt diese Gasumlage nicht nur ins Spiel, sondern auf den Weg. Olaf Scholz verkauft es der Öffentlichkeit und alle klopfen sich auf die Schultern. Schon zu der Zeit haben Verbraucherzentralen, andere Organisationen, NGOs gesagt, hallo, wenn ihr das macht, könnte das zu ziemlich viel Verwerfung bei der Bevölkerung führen, weil die nämlich die ganzen Kosten zu tragen haben. Und wenn es dazu keine Entlastung gibt, wird das eine richtig harte Zeit. Wisst ihr, was ihr da tut? Normalerweise gibt es Verbändeanhörungen, bevor ein Gesetz kommt. Es gibt Ausschusssitzungen dazu. Es gibt Ausschussanhörungen. Also dieses ganze Spiel, dass man versucht, verschiedene Seiten sich anzuhören. Eine Augenhöhe zwischen Lobbyisten gibt es zwar nie, aber zumindest wird so der Schein so ein bisschen gewahrt. Aber das gab es alles nicht bei der Gasumlage. Sondern dieses Gesetz wurde sozusagen auf die Schiene gebracht. Und erst jetzt nach und nach hat man irgendwie festgestellt, ui, das trifft ganz schön viele Menschen heftig. Punkt 1, naja, dann machen wir so ein Entlastungspaket, dann kriegen wir das irgendwie auch wieder hin. Punkt 2, es gibt eine Menge Firmen, die da absahen, die das gar nicht nötig haben. Das heißt, Uniper, ja, die sind in schwieriges Fahrwasser geraten, aber andere haben sogar riesige Profite gemacht. Und warum gibt es diese Gasumlage? Also gibt es dann doch mal Kritik. Normalerweise, und das ist jetzt der Unterschied zu dem, was sonst passiert und zu meinen Erfahrungen von 19 Jahren, passiert das ständig, was jetzt hier passiert ist mit der Gasumlage. Aber es interessiert die Öffentlichkeit nicht so sehr, die Medien berichten nicht so darüber, weil es trifft jetzt nicht so viele Menschen, es trifft immer nur einen Teil der Bevölkerung. Und es hat sozusagen, erregt nicht so viel Aufsehen wie diese Gasumlage. Jetzt müsste man meinen, okay, das reicht jetzt, damit die Gasumlage weg ist. Ist sie aber nicht, sondern was passiert? Es gibt ein Entlastungspaket. Das heißt also, man verspricht denen, Profitlobbyisten, die eh genug Geld haben, ihr kriegt noch mehr Geld und das nehmen wir der Bevölkerung weg. Und dann geben wir aber der Bevölkerung, der wir erst was weggenommen haben, ein bisschen Geld in die andere Tasche wieder rein durch das Entlastungspaket. Aber wenn wir uns das Entlastungspaket anschauen, sind da viele Nullnummern oder Luftbuchungen drin, wie zum Beispiel, dass es eine Strompreisbremse gibt. Aber da muss man das Kleingedruckte lesen. Da müssen wir erstmal das europäisch abstimmen. Übrigens, wenn das kommt bei uns, das müssen wir europäisch abstimmen, weißt du eigentlich, es kommt nicht das Gesetz. Das ist mal eine beliebte Ausrede, das müssen wir alles in Europa irgendwie regeln. Und zweitens müssen wir genau noch abklären, wie das Gesetz dann auch noch aussieht am Ende. Und also schauen wir mal. Das heißt, es ist noch gar nicht klar, ob es sozusagen diese Strompreisbremse gibt und wie es die gibt. Ne? Von daher versuchte man, die Gasumlage damit zu retten. Und man hat es eigentlich auch fast gerettet. Und jetzt kommt aber das Uniper, also diese Firma, die da in große Probleme geraten ist, auch mit den 15 Milliarden nicht überleben kann. Und jetzt überlegt man, ups, jetzt wird es vielleicht verstaatlicht. Das hört sich so niedlich an, eigentlich wird es nicht verstaatlicht. Man kauft einfach die Aktien auf, die eigentlich nichts mehr wert sind. Am freien Markt werden die verramscht werden.
Übrigens wird das jedem kleinen Mittelständler so geben, jeder Pommesbude, all denen wird es so geben. Auch, die werden einfach weg vom Fenster. Und man fragt sich schon, warum Uniper unbedingt gerettet werden muss. Weil es gibt ja angeblich einen Markt, also auch verschiedene Marktakteure. Das heißt, wenn die einen pleite geben, dann profitieren die anderen davon. Komischerweise, nee, im Gasmarkt funktioniert das nicht so. Ich glaube, es funktioniert so. Das heißt, man müsste auch darüber diskutieren, ob die überhaupt das Geld kriegen. Aber sagen wir mal, sie brauchen das Geld. Jetzt sozusagen ist bei denen Schicht im Schacht und trotzdem ist die Gasumlage noch da. Habeck sagt zwar jetzt, ja, vielleicht müssen wir die doch streichen oder verändern, aber Lindner und Scholz glauben eher, nee, lass die mal, weil wir haben jetzt diesen Deal mit der Lobby gemacht und das müssen wir irgendwie anders ausgleichen. Das ist der Mechanismus, wie teilweise Lobby funktioniert und wie es durchdekliniert wird. Ich könnte jetzt mehrere Beispiele nennen, wie mir das auch untergekommen ist, wo ich teilweise sogar verhandelt habe, auch für die SPD. Ein Beispiel ist zum Beispiel CCS. Das ist eine Technologie, wie du CO2 abscheidest an Kraftwerken, sodass es gar nicht in die Atmosphäre gelangt. Damals war es ein lustiger Prozess, der am Ende dazu geführt hat, dass man unbedingt CCS wollte, ganz viel Geld in die Hand genommen hat und den Unternehmen, die das testen wollte, versprochen hat und wo man keine Risiken absichern wollte. Ich wollte es gar nicht verbieten, ich wollte aber sozusagen, dass ein paar Risiken sozusagen versichert werden. Das ist aber nie so. Das heißt, Risiken werden in unserem System immer vergesellschaftet. Am Ende rettet euch der Staat. Und die Profite werden aber privatisiert. Davon gibt dann keiner was ab. Das heißt, wenn man CCS macht, war klar, dass natürlich die Profite, also die Gelder für die Tests und so weiter, bezahlt der Staat, für das Risiko auch, aber andersrum nicht. Übrigens, so läuft auch Atomkraft. Wird ja immer gesagt, Atomkraft ist jetzt so wichtig und wäre jetzt vielleicht so eine Lösung. Nur ein Punkt, wir können jetzt über Atomkraft alleine 2 Stunden reden, aber nur ein Punkt bei Atomkraft. Wenn Atomkraft normal versichert werden würde, so wie es müsste, dann wäre die Versicherungssumme so hoch, dass Atomkraft 5 bis 20 Mal so teuer wäre wie jedes andere Kraftwerk. Dann wären nicht die Gaskraftwerke die teuersten, dann wären die Atomkraftwerke die teuersten. Es zahlt keiner diese Versicherungssumme, die wird den entlassen. Genauso wie Atomkraft keinen Entsorgungsplan vorlegen muss. Jede Pommesbude hat einen Entsorgungsplan, der hat sich gewaschen und der ist problematisch. Aber der schmutzigste, was wir so haben auf der Welt, brauchen wir keinen Entsorgungsplan. Und daran sieht man, wie Lobbyismus funktioniert und welchen Anteil die Politik daran hat und wie sie beeinflusst. Noch ein Zusatz zu Uniper, der nochmal sehr wichtig ist, der nie diskutiert worden ist übrigens in der Öffentlichkeit, ist, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Uniper nicht pleite gehen darf. Das sind nicht die Stadtwerke, die dann leiden. Die Stadtwerke könnten von anderen dann auch das Gas kaufen. Und die könnten auch anders entlastet werden. Nein, der Hauptgrund ist, Uniper, da sind 17 Banken dran beteiligt. Und das würde riesige Gelder in diese Bankenbeiträge reißen, wenn Uniper die nicht mehr leisten kann. Das heißt, von Uniper hängt nicht vor allen Dingen der Energiemarkt ab, sondern es hängt vor allen Dingen im Bankensystem ab. Und deswegen war die Finanzwirtschaft die am meisten Hurra geschrien hat, als diese Gasumlage kam und dass die 15 Milliarden kamen. Darüber redet aber keiner. Wir haben das im Podcast gemacht. Und es gibt auch ein paar Journalisten, die sich das getraut haben, das zu machen. Aber das wird man nicht zur Primetime haben, statt 18 Stunden die Queen zu beobachten. Wäre ja vielleicht mal so ein Beitrag dazu, glaube ich, ziemlich erhellend. Ja, ich wollte das ein bisschen anschaulich an einem aktuellen Beispiel machen. Natürlich, wie gesagt, könnte ich ziemlich viele alte Beispiele nennen. Lustig übrigens noch bei Side bezüglich Uniper. Nachdem diese Gasumlage schon fast sicher war, hat Uniper über Twitter, vielleicht hat sie sogar einer mitgekriegt, die waren in irgendeinem Schloss in Frankreich und haben eine große Party gefeiert und haben sich da abbilden lassen vor diesem Schloss. Und diese Party, ich weiß nicht, wie teuer die war, mit Lobbyisten und so weiter, haben sie ins Netz gestellt und haben das auch noch, haben Hurra gemacht, haben es natürlich dann rausgenommen, als sie gemerkt haben, okay, das war vielleicht nicht ganz so klug. Aber es zeigt diese Selbstverständlichkeit der Lobbyisten. Und jetzt nehmen wir nochmal die Finanzwirtschaft.
Es hat eine Frau aus der Finanzwirtschaft hat gesagt, ja, es ist doch klar, dass die Gasunternehmen gar nicht berechnet haben, welche Ausfälle sie haben. Das haben sie nämlich zum Teil gar nicht gemacht, weil es ist doch klar, wenn das nicht klappt, dann wird der Staat schon kommen und sie retten und das Geld bezahlen. Das heißt, es gibt einen Teil in dieser Gesellschaft, einen Teil der Profitlobbyisten von Banken bis Energiewirtschaft, die wissen ganz genau, wir können eigentlich machen, was wir wollen. Zur Not ist der Staat da. Wenn wir gut Kasse machen, super. Und wenn wir es irgendwann nicht machen, von uns haftet keiner, sondern dann rettet uns der Staat. Also der Staat heißt natürlich irgendwie die Steuerzahler und Zahlerinnen, die das dann wieder sozusagen einpreisen müssen. Ja, das zu dem Beispiel. Und ich finde, das zeigt ja nochmal, wie absurd Politik ist und wie absurd ich mittlerweile auch die Berichterstattung dazu finde und die Diskussion, die dann kommt. Na, auch bei dieser Gasumlage, natürlich wird da einiges Richtiges gesagt, aber ich finde sozusagen, die wirklichen Argumente werden dann meistens eben nicht mehr ausgetauscht. Ich nenne noch ein ganz anderes Beispiel, was auch nochmal zeigt, wie absurd Politik geworden ist und wie stark sozusagen wir in diesem Lobbygepräge sind. Das ist Charity. Ihr kennt alle die Tafeln. Und viele wissen wahrscheinlich auch, dass die Situation an den Tafeln